So, da wären wir wieder. Dann gucken wir doch mal hier rein. Und da habe ich schon die ersten Spinnenbeinchen gesehen. Ja, genau du. Wie kommen wir zu dir? Hier sind schon mal keine Schalter. Doch, da... genau reingestraft. Super. Au, au. Ja, Spinne 1, Girogon 0. So, jetzt sollte ich wohl eher ein Auge auf die Spinne haben als auf die Wände. Also da kommt es jetzt. So. Ich will aber eigentlich... So, und weg, 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 weg. Okay, hier ist schon mal unsere Rumpelkammer, das ist gut. Wir haben immer noch kein Item gegen Blitze, ne? Nee, es wäre ja auch zu praktisch. Kurz schlafen, was soll's. Also eigentlich wollte ich da jetzt reinhuschen und die Wände abklappern nach Schaltern, aber ich glaube, das können wir auch machen, wenn die Spinne tot ist. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir zu der Spinne hin? Was sagt die Karte? Da ist noch eine Tür. Und wie kommen wir an die Tür ran? Und wie kommen wir da durch? Da sind auch jede Menge Fallgruben, wo wir noch nicht drin waren. Das können wir auch gleich mal machen. Und da oben ist so eine Tür, wofür wir einen Schlüssel haben, richtig? Richtig. Huschen wir doch mal da ganz kurz hin. Nein, 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 nein. Mann. Okay, da oben ist zwar ein Durchgang, aber wir können da nicht durch, weil irgendetwas noch nicht aktiviert wurde. Und, ah ja, der blaue Kristall, sehr schön. So, genau, die Tür hier. Die erfüllt eh keinen wirklichen Zweck, man kann hier außen rum gehen. Aber gut, das gucken wir uns gleich an. Erstmal will ich den Schlüssel hier loswerden. Klick. Und wir haben den Helm of Vela, sehr schön. Und Sachen, die wir nicht brauchen. Noch irgendwas? Nö. Das heißt, das kann gleich in unsere Rumpelkammer, damit wir nicht zu viel sinnloses Zeug mit uns rumschleppen. Was ich ja doch ganz gerne ab und an mal mache. So. Nächster Schritt. Wir springen jetzt einfach in eine von den Gruben da rein. Okay. Hallo, Schnecke. Hier waren wir noch nicht. Sehr schön. Erstmal was essen und dann Wände abklappern, wie sich das gehört. Hier sind noch Wurfäxte. Die habe ich ja eigentlich auch ganz gern dabei. Aber ich glaube, die habe ich schon mehrfach aussortiert. Nee, 4 Stück. Sehr schön. Heißt, im Notfall können wir einfach weglaufen und Äxte schmeißen. So, ich sehe keinen Schalter. Machen wir mal ganz kurz das Licht aus. Vielleicht scheint hier irgendwo irgendwas durch. Nö, ich sehe nirgendwo einen Lichtschein. Na gut, Licht wieder an. Und dann gucken wir, wo wir jetzt rauskommen. Auf der falschen Seite. Ha, wie bin ich denn damals dahin gekommen? Also irgendwie müssen wir hier hin. Können wir die Spinne umbringen auf Distanz? Treffen können wir sie schon mal, aber ich glaube, die respawnte dann immer gleich wieder. Na komm. Mach was. Sterben wäre ganz toll. Jetzt haben wir keine Wurfwaffen mehr. Bleib stehen, du bist. Ja, das ist doch mal Gerechtigkeit. Du stirbst an einer Blitzattacke. Wir verschwenden gerade jede Menge Ressourcen. 212 und die lebt immer noch. So, erstmal Ruhe. Das reicht mir ja schon vollkommen. Also. Wenn sie auf eine Platte tritt, werden die Gesichter daneben aktiviert. So weit, so gut. Aber wie kommen wir auf die andere Seite? Was hat der Knopf jetzt gemacht?
Ich höre nichts. Also so ist er jetzt wieder gedrückt. Wir haben ihn dreimal gedrückt. Das heißt, wir haben aktiviert, deaktiviert, aktiviert. Wenn wir da runterspringen, landen wir da. Also wir können auch kein taktisches Runterspringen machen. Gucken wir jetzt nochmal in Ruhe die Wände ab. Das habe ich vorhin hier nicht gemacht. Besser gesagt nur im halben Panikmodus. Das bringt nicht besonders viel. Ne, da ist noch ein Knopf. Ah, und der wird uns jetzt dahin bringen, wo die Spinne rumgetänzelt ist. Sehr schön. Ah ja, stimmt, da war was. Ist hier noch irgendetwas, was wir... Was war das gerade? Ich hätte schwören können, da wäre eine Nische gewesen, die man vorher nicht sehen konnte, aber nee. Also, nichts an der Wand, nichts an der Wand. Das werden genau die beiden sein. So, was ist hier? Auch nichts. Bleibt nur noch The Vault. Thieves beware. Ja, ich glaube, wenn man da was falsch gemacht hat, dann haben die angefangen zu spucken. Also wir sollten auf jeden Fall erstmal schlafen. Und dann muss ich versuchen, mich zu erinnern, was die gespuckt haben. Also ich glaube, es waren entweder Flammenwerfer, also Feuerballschmeißer. Oder was war das? Ah, weil je nachdem können wir halt den Fire Talk anlegen oder dieses Eisamulett oder was auch immer. Na gut, speichern wir erstmal ganz kurz ab. Dann können wir Mofas ganz einfach nochmal machen. Auch wenn wir jetzt jede Menge Ressourcen verschwendet haben, aber das waren nur Blitzbomben, das passt schon. LP 037. So. Das gilt schon mal als Secret. Da ist ein Knopf. Ich glaube, der hat das Ganze deaktiviert. Heißt, wir könnten jetzt den... Machst du irgendwas? Nö. Also könnten wir jetzt die Klinge nehmen, den Knopf drücken und dann hoffentlich gleich wieder raus. Oder man konnte ganz schnell die Klinge nehmen, was drauflegen und da passiert gar nichts. Das habe ich jedenfalls den Kommentaren entnehmen können beim letzten Playthrough. Das heißt, wir legen mal das Essen da drauf. Wenn das nicht klappen sollte, stecken wir das Schwert ganz schnell ein, drücken den Knopf und huschen da raus. Okay, das war ja nicht wirklich ein Problem. Was machst denn du? Oh, noch ein Secret, sehr schön. Den hatten wir damals aber auch schon, den goldenen Drachen. Treasure 4 von 7. Ja, wir kommen gut voran. Jedenfalls was die Treasure angeht. Secrets haben wir noch ein, zwei unterwegs ausgelassen. Aber da darfst du der Gerogon in der Zukunft mit rumplagen. So, das hätten wir also alles erledigt. Wir haben jetzt den Dismantler, das heißt, wir können jetzt wieder eine Etage runtergehen. Bevor wir das machen, kriegen wir die Tür noch irgendwie auf. Das wäre ja schon eine Abkürzung oder so. Und ich weiß immer noch nicht, was der Knopf hier gemacht hat. Ach, wahrscheinlich der Knopf zusammen mit dem Knopf hat dann die Tür aufgemacht. Hm, oh, wahrscheinlich. Na gut, also, wir gehen jetzt zu der Stelle, wo es runtergeht. Und warum höre ich Spinnenbeine? Ist die etwa schon wieder respawned? Na gut, soll uns egal sein. Also hier geht's runter. Das heißt, hier können wir unsere Sachen jetzt ablegen. Das auch. Den Rest behalte ich. Jetzt gehen wir zurück dahin, wo es nach oben geht. Da hatten wir auch schon ein paar Sachen abgelagert. Nämlich den Helm von Baylor und die Plattenrüstung und so weiter. Genau, das hier alles. Noch mehr Wurfäxte. Oh, es waren ein paar mehr, als ich dachte. So. Das kommt jetzt auch alles runter. Und dann müssten wir eigentlich nochmal ganz nach oben und die restliche Plattenrüstung einsammeln. So, das kann alles nach da hinten. Kräuter brauchen wir auch nicht. Den Stab sollten wir hier vorne irgendwo lassen, weil der ist ja doch recht praktisch. Wie viel Ladung hat er noch? 3. Ja, in der Fighters Challenge können wir den bestimmt gut gebrauchen. So, Wurfwaffen. Wo sind eigentlich die anderen, die wir vorhin geworfen? Ach, da oben. So, 11 Wurfäxte, sehr schön. Jö. Dann jetzt wieder zurück. Eine Etage nach oben und uns da umgucken, wo wir die Sachen gelassen haben. Also wo Rumpelkammer Nummer 13, 14 oder so ist.
Klick. Wo sind wir? Wir sind da. Anbieten würde sich also... Da... Ich glaube, da waren... Immer diese zeitgesicherten... Oh, zeitgesichert, warte. Heißt, um das hier aufzukriegen, müssen wir gleich wieder irgendwas drücken. Ja, ich glaube, hier war irgendwo ein Knopf. Gut, also, da kommt man runterfallen, da war das Auffangbecken dafür, also müssen wir da nicht hin. Das heißt, die Treppe nach oben ist da. Weil das ist eine Treppe nach unten, das ist eine Treppe nach oben. Also müssen wir ganz dahin zurück und hoffen, dass ich da irgendwo den Plattenpanzer gelassen habe. Oh, weia. Na gut, hilft alles nichts. Wir wollen einmal den kompletten Plattenpanzer anhaben und einmal das komplette Wailer-Set. Da dürfen wir nichts liegen lassen. Und ich laufe schon mal richtig, sehr schön. Ich laufe immer noch richtig. Auch wenn man sich hier nicht unbedingt verlaufen kann. Aber das hätte ich sonst irgendwie bestimmt schon hingekriegt. So. Zurück. Ja, konnte man jetzt durch beide Türen durch? Ich glaube, eine von denen war irgendwie verschlossen. Gucken wir mal. Nö. Na, die Vertonkanone. Komischer Stab. Das war auch sehr logisch. Ich habe es geworfen und mir selbst in den Rücken. Wie auch immer. Oder ich bin einfach ganz schnell gegengelaufen. So, da ist ein Einsturz. Das heißt, wir müssen da durch und dann uns von einem Fackelschein treffen lassen, damit wir rausteleportiert werden. Den Trick haben wir schon mal benutzt. Da... Hier und links rum. So, Maze of Shadows müsste hier gleich kommen. Nicht da. Nochmal zickzack laufen. Hier ist die Maze of Shadow. Schwupp. Und Licht geht aus. Schild in die Hand. So, wo sind wir? Wir sind hier. Das heißt, wir können da lang. Ich kann mich aber gar nicht daran erinnern, dass wir hier einen Stockpile gemacht haben. Nö, sind keine. Wo war das dann? Oben wahrscheinlich in einem Ogerraum. Oder einfach hier vorne. Schön, schön. Den. Hä? Wir haben jetzt, glaube ich, eins von denen doppelt. Aber gut. Was ist hier noch drin? Essen können wir gleich mal essen. Beutel nehmen wir mal mit zum Einlagern. Den Scale Cloak, den wollte ich auch noch mitnehmen. Für eventuell die Fighters Challenge. Was haben wir hier? Oh, unsere ganzen Ressourcen. Ja, nehmen wir die jetzt mit runter oder lassen wir sie hier, damit wir später die Fighters Challenge machen können? Entscheidung. Wir sind jetzt schon so überladen, dass wir gar nicht gehen können. Ja, das ist nicht gut. Wo sind wir? Wir sind hier. Wie viel wiegt ihr? Viel. Aber die Rüstung wird am meisten wiegen. Die Fighters Challenge. Wir könnten es noch versuchen, aber das braucht viel zu viel Zeit. Wir werden viel zu häufig sterben. Ich würde echt noch gerne ein, zwei Level machen vorher. Und das Lurker-Set komplett kriegen. Das heißt, wir bringen jetzt... Also wir lassen die Sachen hier. Und wir bringen diesen Beutel hier nur zur Fighters Challenge. Die Fighters Challenge war da hinten. Obwohl, nee, wir werden ihn später eh zurückgeben lassen. Beutel wird einfach hier liegen. So, das heißt, wir merken uns, wenn wir später die Fighters Challenge machen, gehen wir hier vorbei, sacken die ganzen Ressourcen ein und versuchen es dann. Die Kräuter allerdings können mit runter. Der Rest kann hier bleiben. So. Mann, was für ein Gewusel. Ja, das ist echt der Vorteil, wenn man vier Charaktere hat. Man kann fast alles einfach durchgehend mit sich rumschleppen. Und ich bin auch ein bisschen paranoid, was die Fighters Challenge angeht. Also wenn man da nicht genug Ressourcen hat, dass man gar nicht zu Rande kommt. War das hier richtig? Ja. Aber das werden wir dann sehen müssen. Ich denke mal, sobald wir 50 in Äxten haben und das Lurker-Set vollständig ist, dürfte das echt kein Problem mehr werden. So, hier geht's durch, da geht's durch und fertig. Sehr schön.
Jetzt hier wieder zickzack laufen. Okay. Da ist auch noch der Einsturz. Also links halten. Einmal da rein. Jetzt nicht nochmal reingehen. Das war ja so verzwickt. Das waren ja eigentlich drei miteinander verlinkte Teleporter. Aber in die Richtung hier ist das kein Problem. So. Und hops. Da geht's runter. Und vorher müssen wir irgendwo diesen Schalter finden, der in dieses zeitgesteuerte Rätsel startet. Der war, glaube ich, hier irgendwo. Da. Genau. Sehr schön. Da haben wir es ja fast zu den 15 Minuten geschafft, wieder zurückzulaufen. Aber auch nur fast. Da ist der Weg rum. Klick. War zwar gar nicht wirklich notwendig, aber ich klicke gern blaue Steine. So, da ist unser Set. Das ziehen wir jetzt mal ganz kurz an. Und da müsste eigentlich mein Steam-Account aufblinken. Wir haben keine Hose. Ja, natürlich gehört auch eine Hose zu dem Plattenset. Hätte ich mir irgendwie denken können. Aber habe ich irgendwie ausgeblendet. So, dann halt später. Hatten wir nicht noch mehr von der Wähler-Rüstung? Mehr Rüstungsteile? Die werden jetzt irgendwo ganz oben sein. Aber na gut, wir haben jetzt das Gröbste erstmal wieder hierher gebracht. Das ist also unser neues Hauptstockpile. Die ganzen Kräuter können auch hierher. Und das Amulett auch. So, also das ist unser neuer Hauptstockpile. In der nächsten Folge gehen wir dann runter, machen da weiter und irgendwann werden wir noch nach ganz oben gehen müssen, um die letzten Rüstungsteile zu holen. Wahrscheinlich, wenn wir die Fighters Challenge angehen, dazu müssen wir eh nach oben zurück. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut, nachdem wir gespeichert haben. So, und sehen uns gleich wieder.